Am 15. Juni 2024 stürzte die Welt der deutschen Volksmusik in große Trauer, als Eberhard Hertel, einer der berühmtesten und beliebtesten Volkssänger, im Alter von 85 Jahren verstarb. Sein Tod ist nicht nur für seine Familie, sondern für die gesamte deutsche Unterhaltungsindustrie ein großer Verlust. Der Tod von Eberhard Hertel hat bei Fans, Freunden und Kollegen tiefes Bedauern hinterlassen. Eberhard Hertel wurde am 29. November 1938 in Oelsnitz, Deutschland, geboren. Er ist berühmt für seine tiefgründigen und emotionalen Volkslieder und wurde zu einer musikalischen Ikone in den Herzen vieler Generationen von Deutschen. Seine Karriere ist nicht nur von unsterblichen Hits geprägt, sondern auch von seiner Hingabe und Leidenschaft für die Musik. Seit Jahrzehnten trägt Eberhard dazu bei, den kulturellen Wert des deutschen Volksliedes zu bewahren und zu fördern, und ist für viele Generationen junger Künstler zum Lehrer und Inspirationsquelle geworden. Die Beerdigung von Eberhard Hertel fand am 20. Juni 2024 in der St. Michael in Oelsnitz, wo er zeitlebens blieb. Der Kirchenraum ist elegant mit reinweißen Blumen geschmückt, einem Symbol für Reinheit und Respekt. Viele Fans und Kollegen kamen, um sich von ihm zu verabschieden, und sorgten für eine Szene voller Emotionen und Mitgefühl. Eberhards Familie, insbesondere seine Tochter Stefanie Hertel, konnte ihre Trauer über den Abschied von ihrem geliebten Vater nicht verbergen. Stefanie, eine erfolgreiche und beliebte Volkssängerin, betrachtete ihren Vater stets als Lehrer und Begleiter auf ihrem künstlerischen Weg. Eberhards Tod hinterließ eine große Lücke in den Herzen von Stefanie und der ganzen Familie. In ihrer Abschiedsrede konnte Stefanie Hertel ihre Tränen nicht verbergen, als sie über ihren Vater sprach. Sie teilte die schönen Erinnerungen und tiefen Gefühle, die sie für ihn hatte. Mein Vater ist nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein großartiger Vater. Er war immer meine größte Quelle der Ermutigung und hat mir geholfen, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern. Sein Tod ist ein großer Verlust für unsere Familie, sagte Stefanie würgend. Neben seiner Familie waren auch viele Kollegen und enge Freunde von Eberhard Hertel anwesend, um sich von ihm zu verabschieden. Berühmte Künstler der deutschen Volksmusikszene kamen, um ihm ihre Ehre zu erweisen und den Schmerz mit seiner Familie zu teilen. Sie erinnerten sich an die Zusammenarbeit mit Eberhard, gemeinsame Auftritte auf der Bühne und andere denkwürdige Momente. Einer von Eberhards engen Freunden, Sänger Heino, sagte, Eberhard ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein aufrichtiger und hingebungsvoller Freund. Sein Tod ist ein großer Verlust für uns. Ich werde mich immer an die schönen Erinnerungen und wunderbaren Auftritte erinnern, die wir gemeinsam erlebt haben. Aufrichtige und berührende Worte von Freunden und Kollegen machten die Atmosphäre der Zeremonie feierlicher und emotionaler. Sie würdigten nicht nur einen großen Künstler, sondern teilten auch den Schmerz über den Verlust mit der Familie Eberhard. Nach der Zeremonie in der Kirche wurde der Sarg von Eberhard Hertel zur Beerdigung auf den Friedhof Oelsnitz gebracht. In feierlicher und emotionaler Atmosphäre begleiteten ihn Familie, Freunde und Kollegen zu seiner letzten Ruhestätte. Tränen, tröstende Umarmungen und herzliche Gebete drückten tiefe Zuneigung und Respekt für einen großartigen Künstler aus. Stefanie Hertel richtete in ihrem letzten Abschiedsmoment ihre letzten Worte an ihren Vater: Lieber Vater, Ruhe in Frieden. Wir werden dich für immer in Erinnerung behalten und an das, was du für unsere Familie und unsere Musik getan hast. Papa wird immer in unseren Herzen leben. Stefanies aufrichtige und rührende Worte ließen viele Menschen ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie beteten für Eberhard Hertel,
hofften, dass er in Frieden ruhen würde und glaubten, dass Liebe und Güte seine Musik für immer verbreiten würden. Der Tod von Eberhard Härtel ist nicht nur ein Verlust für seine Familie, sondern auch eine gemeinsame Trauer für die gesamte deutsche Volksmusikindustrie. Das musikalische Erbe, das er hinterlassen hat, wird jedoch für immer in den Herzen der Fans und der jüngeren Künstlergeneration weiterleben. Eberhard Härtel lebte ein erfülltes Leben voller Leidenschaft und Liebe zur Musik und wird immer als Symbol für Hingabe und Leidenschaft in Erinnerung bleiben. Eberhard Härtels Lieder und Melodien sind nicht nur schöne Musik, sondern auch wertvolle Erinnerungen und endlose Inspiration. Er vermittelte mit jeder Note Liebe und Leidenschaft für die Musik und berührte die Herzen unzähliger Fans. Das Leben und die Karriere von Eberhard Härtel sind eine inspirierende und bedeutungsvolle Reise. Auch wenn er nicht mehr da ist, wird das, was er hinterlässt, für immer in den Herzen seiner Fans und derer, die ihn lieben, bestehen bleiben. Wir wünschen Eberhard Härtel, dass er in Frieden ruht und dass Stefanie Härtel und ihre Familie den Schmerz des Verlustes bald überwinden, ihren musikalischen Weg fortsetzen und die von ihm weitergegebenen Werte bewahren. Liebe und Bewunderung für Eberhard Härtel werden immer die größte Quelle der Ermutigung sein, seiner Familie und seinen Lieben zu helfen, alle Herausforderungen zu meistern. Der Tod von Eberhard Härtel hat nicht nur tiefe Trauer hinterlassen, sondern auch schöne Erinnerungen an einen Künstler geweckt, der sein Leben der deutschen Volksmusik gewidmet hat. Er ist nicht nur ein Sänger, sondern auch ein Mensch, der die traditionelle Volkskultur durch jede Melodie und jedes Lied bewahrt und verbreitet. Eberhard Härtel verbrachte den größten Teil seines Lebens damit, der Öffentlichkeit Volksmusik näher zu bringen. Seine Lieder sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch Geschichten über das Leben, die Liebe und einzigartige deutsche Kulturwerte. Sein musikalisches Erbe wird auch künftigen Generationen weitergegeben und geschätzt. Die Familie war für Eberhard Härtel im Laufe seines Lebens und seiner Karriere stets ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Seine Frau und seine Kinder standen immer an seiner Seite, teilten seine Freuden und Sorgen und ermutigten ihn, Herausforderungen und Schwierigkeiten zu meistern. Die Liebe und die Unterstützung seiner Familie halfen Eberhard Härtel, im Leben standhaft zu bleiben und in der Literatur, die ich da angegeben habe, nachlesen, aber dass man verschiedene Gebiete bei Entscheidungen für Differenzierung im Blick behalten muss. Einmal das Differenzierungsziel natürlich. Also das ist schon vergleichbar mit manchen dieser didaktischen Modelle, die Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Studium kennengelernt haben und auch danach Unterricht gestalten und auch beobachten. Also das Ziel ist natürlich bedeutsam und da ist natürlich die Frage, ja, wie bekomme ich da also diese Heterogenität, die Vielfalt in Blick? Also lasse ich die zu oder versuche ich Unterschiede auszugleichen? Und letztendlich geht dieses gesamte Modell schon immer darauf, zielt darauf ab, den Gleichschritt, den man ja im Grunde nicht gehen kann, weil ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen da sind, dass man diesen auflöst. Dann kann ich mir einzelne Differenzierungsaspekte auswählen, wo ich dann meine Ausgestaltung dann hin fokussiere. Gleichschritt kann dann aufgelöst werden, indem ich eben mir das Landtempo mal genauer anschaue und überlege, wie mache ich dies, wie reagieren auch die Kinder darauf, sprachliche Anforderungen, das Anspruchsniveau, das sind alles Aspekte, die ich mir dann genauer anschauen kann. Und dann gibt es das dritte Feld, das Differenzierungsformat. Darunter verstehen die Autoren
wie kann also Adaptivität hergestellt werden? Also wer stellt oder steuert die Adaptivität? Also macht es die Lehrperson oder machen es die Lernenden? Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Differenzierungsebenen, die also in der Unterrichtsstruktur angesiedelt sind, eben die Ebene der Aufgabe, da ist ganz stark eben der mathematikdidaktische Blick, dann eben Unterrichtsmethoden, manche dieser Aufgabenformate würde man vielleicht sogar zu den Unterrichtsmethoden dazu zählen und natürlich auch Unterrichtsstrukturen. Also ich finde das so ein ganz schöne Zusammenstellung, auf was man achten kann im Hinblick auf Differenzierung und wo ich mir dann auch meinen eigenen Unterricht auch dahingehend mal genauer etwas anschauen kann, reflektieren kann, um dann vielleicht mit anderen ins Gespräch zu kommen, um dann vielleicht in eine Weiterentwicklung meines Unterrichts dann einzusteigen. Die Reflexion hat mich während Level und Next Level sehr intensiv bewegt und ich stelle Ihnen auch unser Instrument vor, das wir vor allem eben in der Lehrerinnen-Lehrerausbildung nutzen. Und wo also viele Studierende mitarbeiten. Aber zunächst einmal will ich mal so einen Blick, was überhaupt Reflexion bedeutet. Und wenn eben eine Mathematikdidaktik,